herzlich willkommen zu Pawnetech. In diesem kurzen Video möchte ich dir einen meiner Tricks verraten, wenn es darum geht, ausreichend zu trinken. Weil die meisten Leute haben nämlich das Problem, dass sie wissen, dass sie so circa 2 Liter, manchmal je nachdem wie aktiv du bist, auch mehr trinken solltest am Tag. Und natürlich reines Wasser, also keine Cola, Fanta und auch keine Light-Sachen, Säfte oder Nektar, sondern wirklich reines Wasser, 2 Liter reines Wasser. Und mindestens. Und die meisten Leute haben damit ein großes Problem. Erstens, weil sie nicht gewohnt sind, so viel zu trinken. Das ist wirklich eine reine Übungssache. Und zweitens auch, weil wir es vergessen. Weil wir einfach so busy sind den ganzen Tag über und dann abends feststellen, oh Mist, ich habe heute irgendwie noch gar nichts getrunken. Meistens merken wir das dann, wenn wir Durst bekommen. Durst ist meistens dann schon ein Zeichen dafür, dass der Körper nicht mehr hydriert genug ist. Das heißt, du bist es eigentlich schon fast zu spät. Du sollst trinken, bevor du richtig Durst bekommst. Und außerdem ist es dann natürlich schwierig, 2 Liter auf einmal zu exen. Also was ich mache ist, ich stelle mir hier von diesen Flaschen 2 Stück morgens dahin, wo ich sie sehe. Das heißt, wenn du zum Beispiel ins Büro gehst, dann nimmst du dir die Flaschen am besten mit und du stellst sie dahin, wo du sie siehst. Das heißt, jedes Mal, wenn du die Flasche siehst, nimmst du einen Schluck oder zwei oder schenkst dir ein Glas ein oder trinkst aus der Flasche oder wie auch immer. Und dein Ziel muss es sein, dass die Flaschen abends leer sind. Also wie gesagt, ich stelle mir 2 von diesen Flaschen hin und gib mir Mühe, dass sie abends weg sind. Wenn du Geschmack im Wasser haben möchtest, dann drück dir einfach ein bisschen Zitrone rein. Das ist frisch, das schmeckt lecker, gerade im Sommer super. Aber vermeide auf jeden Fall alle gesüßten Getränke, auch Säfte, weil die einfach Kalorien haben und ja, nicht besonders gut sind, wenn du Körperfett abbauen möchtest. Ein Tipp noch, wenn du kannst, bitte verwende Glasflaschen. Ich bekomme hier in Brasilien leider keine Glasflaschen, sondern nur Plastik. Wenn du auch Plastik verwendest, dann schau bitte, dass sie BPA-frei sind. Das ist wirklich nicht gut, so ziemlich giftig und sollte einfach nicht in deinem Wasser drin sein. Also optimalerweise Glasflaschen. Wenn du Plastikflaschen verwenden musst, dann BPA-frei. Steht bei uns, also Deutschland, Österreich und Schweiz, steht es meistens auch einfach auf dem Etikett drauf. Also ganz simpel, ganz einfach. Wasser hinstellen, 2 Liter und abends müssen sie leer sein. Eine Stelle, wo du sie siehst und dann immer über den Tag verteilt trinken und dann kann dir auch nicht passieren, dass du abends vergessen hast, genug zu trinken. Ich hoffe, du probierst es aus. Wenn du Lust hast auf 90 völlig kostenlose Low-Carb-Rezepte zum Abnehmen, dann klick einfach auf den Link unter diesem Video und ich schicke dir meine Gratis-Rezepte per E-Mail zu. Bis zum nächsten Video. Ciao.